Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live. Wie ihr seht, stehe ich hier wo vollkommen anders. Ups. Und ja, das hat folgenden Grund. Hier hinten ist ein weiteres Gebäude erschienen und wir arbeiten uns einfach von hier hinten nach vorne durch. Und damit dann auch erstmal herzlich willkommen halt zu einer weiteren Folge Minecraft Live. So. Ja, da ist ein Baum gewachsen. Da reden wir gleich mit Watts drüber. Allerdings wollte ich euch vorher das hier zeigen. Hier haben wir ein kleines Feld. Und dann gehen wir aber mal hier rein in dieses Gebäude. Da seht ihr hier zu dieser Seite schon Kühe. Das ist eine automatische Kuhfarmbratgedönse. Wir müssen die zwar mit Weizen noch weiter vermehren. Allerdings, wenn ich hier auf den Hebel drücken würde, würde hier oben Lava rauskommen. Hier runter. Und dann würden die alle verbrennen, durch Trichter in diese Truhe kommen. Und hier haben wir zum Beispiel schon 48 Steaks drin und 26 Leder, weil ich das natürlich ausgetestet habe. Die Babys sterben davon nicht. Hier haben wir eine automatische Zuckerrohrfarm, die hat auch gerade erst abgeerntet. Ihr seht, hier sind 39 drin, das habe ich mit dem Butt-Switch gemacht. Das ist mit dem Kolben hier hinten, das heißt, wenn ihr neben dem Kolben etwas wächst, dann wird er ausgelöst. Davor ist ein Redstone-Block, der schaltet dann was anderes. Dann kommt ein Redstone-Signal und dann geht hier eine ganze Reihe mit klebrigen Kolben nach vorne. Da die zwei Reihen Sandstein. Und ernten alles ab. Das wird in die Trichter und dann vorne in die Kiste geleitet. Ansonsten haben wir noch eine Hühnchenfarm. Die ist echt geil. Die ist auch. Hier haben wir schon dann 15 gebratene Hühnchen drin. Die nehmen wir auch mal mit. Ja, also. Um euch das kurz zu erklären: Wir haben hier einen Haufen Hühnchen drin. Und die legen Eier, die werden dann in einen Werfer getan. Dispenser ist das dann, glaube ich. Ja, in Dispenser. Und wenn die Hühnchen dann hier ranwachsen, da habt ihr es gerade gesehen, da ist ein Ei geflogen, dann werden die da mit dem Kopf in der Lava sein, verbrennen. Und ich bekomme durch den Hopper, der da unten drunter ist, bekomme ich die ganzen Sachen. Gut, das wäre es dann hier gewesen. Wir machen heute einfach so eine kleine Zeigefolge. Ab der nächsten Folge kommen dann ein paar andere Sachen noch dazu. So, da laufen wir mal hier durch den niedergebrannten Wald zurück. Gut, da ist das Rathaus. Das Einzige, was ich da noch gemacht habe, war Glas eingefügt. Und Dach gebaut, das zeige ich euch jetzt allerdings nicht. Aber wir wollten mit Watts reden. Und zwar, was hat es denn damit auf sich? Hey Watts, was ist das da? Hallo Julian, ich habe den Baum untersucht. Es ist tatsächlich so, dass die vier Wurzeln zusammengewachsen sind. Deswegen hat er diese Form. Er hat ein Stadium erreicht, wo er seine Größe erreicht hat, die er beibehalten wird. Oben in der Krone habe ich die Riesenäste untersucht. Dort werden zu allen Seiten verhältnismäßig kleine Äste spreizen. Diese sind in etwa 1 bis 3 Meter breit und dann werden lange Blätter herunterragen. Der gesamte Baum ist mit einer Art elektromagnetischer Energie aufgeladen. Was das bedeutet, weiß ich noch nicht. Ja gut, dann lassen wir den mal in Ruhe forschen. Ist das. Das ist ja auch jemand, der schon bald viel rumgekommen ist. So, da ist der Shop. Und da oben sind Bewohner drin. Okay, oh, hier sind Waffen. Ein Priester. Folge mir. Okay. Also das wusste ich jetzt tatsächlich nicht. Komm her. Du bleibst erstmal hier im Park stehen. Bleib hier. Okay. Also, ihr könnt mich scheiden lassen oder ein Baby adoptieren. Was ich. Eine Wache. Bleib hier.
Oh, hier sind Waffen, okay. Boah, das sieht geil aus. Breites Dämonenschwert. Yo! 10 Angriffsschaden. Meins hat sie jetzt 6. Okay, was haben wir hier noch? Dämonenspeer. 10 Angriffsschaden. Aber. Nee, ist genau gleich. Was ist das? Eiskampfhammer. 7 Angriffsschaden und eine geringe Haltbarkeit. Smaragdsense. 8 Angriffsschaden, aber eine extrem hohe Haltbarkeit. Yo, geile Waffen. Ich nehme mir einfach mal eine, und zwar hier dieses breites Dämonenschwert. Das könnte ich ja dann auch noch verzaubern, weil jetzt haben wir alles. Bibliothekar und Gilde. Der sieht wie Elric Uluk aus. Aus Micro Freedom. Nice. Ja gut, verheiratet mit Gil. Okay. Naja gut. Die brauchen also auch noch Häuser. Hier, die Wache. Du kommst mal mit. Folge mir. Du wirst jetzt mal direkt vorne an der Brücke positioniert. Da kannst du, falls irgendwann mal feindlich Gesinnte kommen, direkt angreifen. Komm. Ja. Bleib hier. Gut, dann hätten wir uns durch die Stadt gearbeitet. Also krass, dass hier jetzt tatsächlich Leute hinkommen. Noch mehr, und dass hier dann auch Wachen und Priester sind. Also eine Wache und ein Priester. Also den Priester müssen wir auf jeden Fall dann irgendwie eine Kapelle bauen oder so. Eigentlich wollte ich auf eine Kirche verzichten, weil ich ja eher wissenschaftlich bin und eigentlich auch Atheist. Aber wenn die es wollen, dann sollen sie es bekommen. Naja, gut. Wir gehen jetzt mal hoch, da hat sich auch was getan. Und zwar hatte ich ja darüber geredet, dass ich das ME-System erweitere. Ich habe da mehrere Storage Cards reingetan. Und es ist etwas weiteres passiert. Da seht ihr schon. Und zwar haben wir hier mal ein bisschen umgebaut. Hier habe ich jetzt diese Wassertanks genommen. Hier die riesige Siebanlage. Und hier kommt Kohle rein. Hier ist der Output von den verschiedenen Sieben. Da haben wir auch schon echt viel bekommen. Und hier kommen die Meshes rein. Ansonsten, ja, halt im ME-System seht ihr da die ganz vielen roten Lichter. Das liegt einfach daran, dass wir hier echt viel drin haben. Fast 2000 Holz. Nice. So, 370 hier zum Beispiel auch 500, 17 Eisen, 3158 davon. Bliblablub. Wir haben echt viel noch hier. Quarz ohne Ende. Und ja, letztendlich wisst ihr auch schon, was das bedeutet. Und zwar, ja, das Lager ist weg. Hier oben, das zeigt. Boah, wenn ich mal die Treppe hochkommen würde. Das zeige ich euch mal gerade eben. Haben wir hier jetzt eine riesengroße Freifläche. Ich wollte die ein bisschen anpassen noch. Und dann hier die Lava-Produktion hin verlagern. Wegen den Crucibles. Das wäre die hier. Dann da oben ein Rohr noch zusätzlich hin machen und dann da mehrere Crucibles haben. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Kann sein, dass ich da tatsächlich eine doppelte Decke einziehen muss und so. Die Holzdecke oben
verschwindet dann wahrscheinlich. Wird zu irgendwas anderem geilen, weil ich kann da keine Lava drauf machen. Weil das hier wird ja jetzt mit Lava gerade betrieben. Und ja. Gut, das war's allerdings dann auch schon mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.